Die Messdaten des australischen Radioteleskops Experiment to Detect the Global Epoch of Re-Ionization Edges sind wirklich mehr als mysteriös, denn sie widersprechen einfach voll und ganz dem Bild, das wir von unserem Universum haben. Doch ein internationales Forschungsteam hat jetzt eine äußerst spannende Hypothese aufgestellt, mit der diese Messdaten eigentlich ganz prima erklärt werden können. Dabei berufen sie sich auf dunkle Photonen, also dunkle Lichtteilchen, bisschen paradox. Das Ganze könnte demnächst sogar das Standardmodell der Teilchenphysik erweitern. Alle wichtigen Infos zu der ganzen Sache kommt ihr jetzt bei Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Alles im Universum ist irgendwie dunkel. Fangen wir an mit der sogenannten dunklen Materie. Rund 80% der Materie im Universum besteht wohl daraus. Ein Stoff, den noch nie jemand gesehen hat. Ja, er ist halt dunkel. Mit verschiedenen Methoden versuchen Forschungsteams weltweit herauszufinden, was hinter der dunklen Materie steckt. Indirekt kann man sie sehen, und zwar durch ihre Auswirkungen auf die Schwerkraft. Schätzungen zufolge macht sie wohl knapp 27% der Energiedichte des Weltalls aus. Die sogenannte baryonische Materie dagegen, aus der alles uns Bekannte besteht, macht dagegen nur 5% aus. Kurz gesagt, die dunkle Materie ist so etwas wie der heilige Gral der Physik. Dazu kommt im Universum wohl auch noch die geheimnisvolle dunkle Energie, schon wieder dunkel, über die wir hier auch schon öfter berichtet haben. Forschungsteams weltweit verstehen sie auch noch nicht wirklich. Doch sie agiert wohl wie eine Art Antischwerkraft, die das Universum auseinandertreibt. Zudem wird sie wohl umso größer, je mehr sich der Raum ausdehnt. Das war es aber noch nicht. Physikerteams vermuten im Universum neben der dunklen Materie und der dunklen Energie auch noch sogenannte dunkle Photonen, also dunkle Lichtteilchen. Ein wenig paradox, dunkles Licht. Im Gegensatz zu den konventionellen Photonen, also den leuchtenden Lichtteilchen, haben sie in der Vorstellung der Fachleute eine Masse und wären indirekt nachweisbar, und zwar durch ihren Zerfall in Elektronen und Positronen, also den Antiteilchen der Elektronen. Auch die dunklen Photonen sollen nach Ansicht mancher Forschungsteams eine Kraft tragen, eine uns bislang völlig unbekannte Naturkraft. Ihre Existenz würde darauf schließen lassen, dass ein verborgener Sektor existiert, der unter anderem auch Teilchen der dunklen Materie enthalten könnte. In diesem Zusammenhang haben jetzt Messdaten des australischen Radioteleskops Experiment to Detect the Global Epoch of Re-Ionization Edges für eine riesige Überraschung gesorgt. Das internationale Forschungsteam hatte eigentlich das Ziel, neue Modelle zur dunklen Materie zu testen. Dabei griffen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die sogenannte 21 Zentimeter Kosmologie zurück. Denn hiermit kann man Erkenntnisse zur Frühzeit des Universums gewinnen. Und das ist der kosmische Hintergrund. 200 Millionen Jahre nach dem Urknall haben sich wohl die ersten Sterne gebildet und für neues Licht im Universum gesorgt. Doch die damals beteiligten Himmelskörper, die sind heutzutage mit Teleskopen nicht mehr direkt zu beobachten. Doch das Licht damals hat wohl mit Wasserstoff reagiert und somit eine charakteristische Struktur im Spektrum der kosmischen Hintergrundstrahlung hinterlassen. Und diese ist auch heute noch zu beobachten, und zwar bei einer Wellenlänge von 21 cm. Daher auch der Name 21 cm Kosmologie. Dazu einer der beteiligten Forscher aus Österreich, Josef Pradler. Die 21 cm Kosmologie hat hohes Potenzial, um neue Modelle der dunklen Materie zu testen. Doch die Messdaten des Teleskops zeigen, dass das 21 cm Signal deutlich vom erwarteten Wert abweicht. Daraus schließt das Forschungsteam, dass höchstwahrscheinlich eine Wechselwirkung mit dunkler Materie stattgefunden haben muss. Eine Erklärung für den nun gemessenen Effekt könnte sein, dass in der frühen Zeit des Universums mehr Lichtteilchen am Start gewesen sein könnten, als man bislang angenommen hatte. Konkret gehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon aus, dass sich dunkle Photonen in herkömmliche Lichtteilchen verwandelt haben. Genau das könnte dann die unerwartete Stärke des gemessenen Signals erklären. Diese Hypothese des Forschungsteams basiert auf der Vermutung, dass sich dunkle Photonen unter bestimmten Umständen in normale Photonen umwandeln könnten. Dazu Pradler: Unsere Theorie beruht auf der Annahme dunkler Photonen, die nur eine
minimale Erweiterung des Standardmodells darstellen. Jedenfalls ist eines klar, die Entdeckung dunkler Photonen wäre eine wahre Sensation und vergleichbar mit der Entdeckung der Monde um den Planeten Jupiter durch Galileo, wie einmal ein theoretischer Physiker aus Princeton betont hatte. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann abonniert am besten auch Geeks und Science and Fiction auf Englisch. Da gibt es nämlich manchmal Themen auch zuerst dafür. Hier klicken, aber nicht die Glocke vergessen. Und darunter geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, geheimnisvolles Teilchen entdeckt, mysteriöse Vorgänge in der Antarktis. Bis dann, bleibt dran.